willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play The Outer Worlds. Wir wollen jetzt... Eigentlich nur Grobbrücke. Wir können auch in Phineas Labor. Erstmal zu Groundbreaker. Okay. Spacer's Choice Reisehinweis. Willkommen auf der Systemkarte. Hier kannst du alle Planeten des Systems sehen, die wir gerade offen hatten und benutzt hatten. Und dazu noch ein paar relevante Orte, die du womöglich entdeckt hast. Du kannst dein Schiff zu jedem freigeschalteten Ort fliegen, wobei manche Landeplätze besondere Codes und Schlüssel erfordern, bevor sie die Landung freigeben. Die Reise zwischen Planeten ist gefährlich. Angestellten wird empfohlen, lieber die sichere Route zwischen Wohnung und Arbeitsplatz zu genießen. This is how to be a groundbreaker! Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named June Leigh Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If Klar. You have time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borst and Beans she could teach me all manner of stuff. Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Nö. Gruppenauswahl. Wähle bis zu zwei Begleiter. Okay. Ah, okay. Hier unten heißt er angewählt. Ja! Und da hat man gerade noch drei Plätze frei gesehen. Also... Janne Ellison. Just checking your ship's manifest. Standard procedure. Welcome to Groundbreaker, by the by. Don't mind the heat. Janne. Got a few days before it reaches critical. I'm sure Miss Chief Tennyson will get it sorted before then. Klar. Alter, ist das hier groß, Ding? It smells like grease and unwashed bodies. That's not the point. This halfwit just knocked out one of my workers. Yeah, with a tossball stick, I heard you the first time. There weren't any witnesses. No witnesses? He's not even denying it. Jackass had it coming. Shut it, Felix. You're not making this any better. You get cute with me again, you little back bay brat, I will toss you out an airlock. This is the Groundbreaker, not Byzantium. You ain't the law here. I am. Now move along. I don't have time for this. Need a trick. Ooh, sick booty. Just arrived. Head over to customs. Wheeler needs to process you. Wheeler muss mich abfertigen. Was ist ein Mardet? Also das hieß ja auch Mardet. Ist das ein Titel? Wie wird das ausgesprochen? Oder heißen einfach zwei Leute Mardet? Ich dachte halt wirklich, das wäre ihr Name. Auch Dockarbeiter. That's quite the impressive list of infractions. Ihn kennen wir doch. Für mehrere Verbrechen und Widerstand gegen Vorstandsentscheidung, inklusive aber nicht beschränkt auf mehrere oder alle der folgenden: Aufrührertum, Fälschung, Verschwörung, Verschwörung zur Verschwörung, unlizenzierte Ausübung des Arztberufs, Zerstörung von Vorstandseigentum. Right this way. Wheelie! Identification, please. Everybody's got an ID. Oh, let me guess. You, left it in your other pants? I hear that one a lot. I'd tell you no one's fallen for that line in about 30 years. Then, I'd take the safety off my gun and kindly ask you to move along. It's a good thing he didn't say that then, right? Right, sir? Sure, kid. Right. Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board.
Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probably. Das ist nicht mein Schiff. You'll want to take it up with Udom Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. Can't miss it. Access to that information is above my pay grade, and I've turned down 3 promotions, so it stays that way. I shouldn't be mentioning it, but what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interfering in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. You take the starch out of them, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're headed that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorsett over in sickbay? Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon, and if she'd be so obliged to get off my ass about it. Hey. Much appreciated. Is there anything else I can help you with? Be seeing you. Yeah. Sanita. Sanita. Unless you're here to file an incident report or to inquire about the bounty posting, I must kindly ask you to clear out. The Mardet's offices aren't for leisure time nor loitering. Mardet's. Okay, ich muss nämlich das Kopfgeld auf McRae. Wo finde ich ihn? Last tip we got pointed toward the back bays. You want the reward? Do the legwork. You and about 6 other enterprising mavericks. It's only a matter of time before someone brings me McRed's head, or his lucky lighter, as proof of kill. I do hope you're the lucky hunter, though. Danke. Good luck and skip speed to you. Still waiting to hear back on that bounty for McRed. That aside, not much else. Groundbreaker's keeping calm at the moment. Seid ihr ein bisschen deppert? Hi there. Haven't seen you around before. What can Groundbreaker Security do for you today? We can't just let anyone walk in here. I wouldn't be, well, it's not... We just don't. Maybe if you clear an open bounty and get in good with Commandant Sunita, or help Chief Tennyson fix this heat, that might warrant a thank you tour or something. Aber vielleicht, wenn du einen Kopfgeldauftrag auslöst und dich mit Commander Sunita stellst? Fehlt da nicht ein Gut? Überzeugen, wir sind doch Freunde, Lee, oder nicht? Du tust mir einen Gefallen und ich tu dir auch irgendwann mal ein. Bestechung, ne? Alright, I guess. In and out, though. Just try not to do any shit. Ja, ey. Like to keep my job. Flores, ist doch alles kein Dingelingel. Warum warst du da eigentlich gerade drin, ihr Dödel? Mardet. Security. I can check the departures registry to find out which crew the scholar shipped in and out with. Er ist mir nicht ganz. I picked up this weird signal the other day. It was coming from Monarch. Here we go again. No one lives on Monarch. It's a wasteland. You're hearing things. No. Du hast ein Ausweismodul gefunden, das du mit dem Holomantel kombinieren kannst. Wenn du das damit verbundene Sperrgebiet betrittst, wirst du automatisch getarnt. Graham, right. Broadcasting on a dead world full of monsters. Now I've heard everything. You know, it takes more muscles for the frown than the smile. Hä? Ich analysiere. Konzerndienstauszeichnung. Bitmodul. Bebebeil. Bebebeil. Jump and run. Run and jump. Hier ist eine unsichtbare Wand.
is Halcyon News. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. The board would like to remind spacers and other travelers that passage to Monarch is restricted. Halcyon News, Medienzirkus mit Circus Time Clowns. Die Wurfballpolitik wird immer turbulenter, nachdem die Circus Time Clowns ihr komplettes Team ausgewechselt haben. Als Reaction auf eine Anfrage erwidert die Eigentümer League, dass das Unvermögen der Clowns, das Final zu erreichen, ein entscheidender Faktor bei ihrer Umorganisation war. Auf die Strategie ihres neuen Teams angesprochen, erklärte ein Sprecher der Clowns, ihre Strategie sei die gleiche wie immer. Wurfball siegt nochmal. Halcyon News, Vorstandsvorsitzender Erdminister Clarky. Vorstandsvorsitzender Rockwell hat sich trotz seines vollen Terminkalenders die Zeit genommen, um mit uns über Minister Clark und seine Einflüsse in die Kolonie zu reden. Es war wirklich wundervoll, in den vergangenen 8 Jahren mit Minister Clark zu arbeiten, so Rockwell. Sein Vorgänger hat ebenfalls gute Arbeit geleistet, aber Clarks intellektuelle Brillanz ist wirklich außerordentlich. Das Programm zum vorzeitigen Ruhestand ist nur die letzte einer langen Reihe an Initiativen unter seiner Führung, die dafür sorgen werden, dass Halcyon auch weiterhin der Neid aller äußeren Kolonien bleiben wird. Dem können wir nur zustimmen, Herr Vorstandsvorsitzender. Live as one with the animals. Was? Lawless, savage, and unemployed. Die schläft. Ne, das will ich mir nicht klauen. Ich will mich ja nur umgucken. Können wir jetzt hier rein? Die haben ja die Erlaubnis bekommen, wenn ich mich recht entsinne. Dürfen wir da jetzt rein? Ich habe ein bisschen Bamsel in der Hose. Und funktioniert das automatisch? Mach das. Ich will ja nichts klauen. Ich will ja nur an das Flugverzeichnis für den Ficker. Das Geräusch machst du übrigens automatisch, wenn man darüber geht. Aber es ist halt die Frage, wo ist das Verzeichnis? Hier sind wir wieder draußen. Okay. Wir haben hier eine Leiter. Aber ich könnte mal anhand der hier irgendwas ableiten. Wir haben hier ein offensichtliches Jump and Run. Ich habe eine Nachricht. Jetzt werde ich gerade herausgefunden. Ja, was ich und Dildos, Madame? Möchtest du mir irgendwas sagen? Das lasse ich jetzt einfach mal ohne Kontext stehen. Wobei, den Kontext gebe ich euch, das habe ich gerade an die Frau meines besten Freundes geschickt. Wurfballkarte Kyle Retu, okay. Das ist übrigens etwas, was ich an diesem Spiel unglaublich doll liebe. Die ist behinderte. Kommen wir auch hoch. Einen irischen Blick. Alter. Betäubungsschlagstock, Adreno, Bitmodul, Stimulotion, Olli Olli Toxifree, Schutzdauer mit Sicherheits. Gut. Irgendwie finde ich, sieht das Skelett enorm groß aus. Vom Kopf her alleine, guckt euch mal den Kopf an, wie groß der ist. Vergleicht das mal mit einem Wicker.
Oder kommt mir das nur so vor? Aber hier ist jetzt Dead End, oder? Wir kommen hier nirgendwo weiter. Upsi, pupsi. Ich habe eine Antwort erhalten. Nein. Mit dieser Nein-Antwort machen wir einen Cut. In der nächsten Folge gehen wir durch dieses Türchen. Bis dahin, gehabt euch wohl. Haut rein. Tschüdelü.